lieben Leute, willkommen zu Sekiro. Ja, weiter geht's in dem Boss Rush hier. Ich werde wahrscheinlich wieder 10.000 Mal verlieren. Yobu Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also Gyobu, der Dämon. Oh, lief ganz gut, ne? Warum muss ich meinen Mund aufmachen? Eines Mannes zu spüren, der an der Seite der Ashina kämpfte, als sie das Land übernahmen. So. Den Kopf dieses Gyoku bekommst du nicht! So, jetzt schwecken wir... Ah, verdammt. Ich will die Haltung von ihnen noch ein bisschen schwächen. So, jetzt habe ich keine Embleme mehr. Und ich bin auch tot. Oh, du bist noch auf den Beinen? Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Ja, in der zweiten Phase ist es nicht mehr so einfach, ihn anzugreifen, weil er wesentlich mehr hier durch die Gegend flitzt. Der ist K.O. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Scheiße. Ich hab ihn gleich! Kein Risiko eingehen. What? What? Jawohl, ich hab ihn! Und tschüss! Vergib mir. Ja, Mann, ey! Vergibt mir. Oh, das war sogar ein Dings. Das war ein Shinobi. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sie die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Mechanischer Lauf. Ein mechanischer Metalllauf, mit dem der Bildhauer Protosmi-Verbesserer fertigen kann.
Sitzt scheinbar perfekt in Handgelenk der Shinobi-Prothese. Ein verstärkter Kehr macht Shinobi-Fangzähne noch stärker, schärfer. Okay. Gib dem Bildhauer den mechanischen Lauf, um Prothesenmodule verbessern zu können. Du kannst durch die Reisenoption von der Figur des Bildhauers aus oder mit den Heimfigur schneller direkt mit dem Bildhauer zurückkehren. Ja. Okay. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen bekommen, die uns stärker machen. Und vielleicht ist der Schmetterling dann einfacher. Wir erhöhen auf jeden Fall unsere Angriffskraft. Das ist gut. Wo lande ich hier? Lol, da ist ein NPC. Oder? Ist das ein NPC? Ja. Aber dann geht es hier weiter. Ich suche ja nur eine blaue Flamme gerade. Ah, dann ist das der richtige Weg. Ich gucke mich hier auf dem Schlachtfeld mal noch ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas gibt. Da ist eine Dings. Okay. Wo lande ich hier, wenn ich das aufmache? Hier geht's auch weiter. Okay, jetzt stehen mir mehrere Wege offen. Jetzt den Angriffskraft verbessern, wurde eine Figur des Bildhauers freigeschaltet. Du kannst dich jetzt in Kampferinnerungen stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Dadurch fügen deine Angriffe Vitalität und Haltung mehr Schaden zu. Ja, das ist gut. Angriffskraft verbessern. Erinnerung stellen, Gyobo. Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, die sich wieder zugegen mit dem Gyobi Onuma war. Einst ein berüchtigter Banditenanführer in Ashina, wurde jedoch von Ishin bezwungen. Dieser war derart von dessen Stärke beeindruckt, dass er ihn als Krieger von Ashina aufnahm. Später wurde Oniwa Genshiro Ashins treuester Gefolgsmann. Angriffskraft 2. So, ich bin jetzt sogar gespannt, wie sich das auswirkt. Kann ich nichts kaufen. Und wir reisen mal zum Tempel. Hier wurde ja was gesagt. Dass ich meine Shinobi-Prothesen verbessern kann. Kannst du mir irgendwas bieten? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter... Ich habe keine Kürbisse an. Okay. Auf Wiedersehen. Du kannst mir mal was bieten, ne? Wie ich sehe, hast du etwas Interessantes gefunden. Jawohl! Einen mechanischen Lauf. Das ist ein Mechanismus, der die Prothese in ihrem Kern verbessert. Mhm. Gib ihn mir. Ich bringe ihn für dich an. Welchen Unterschied macht der Lauf? Genau, das ist die Frage. Mit einem so vielseitigen Sockel kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen, um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern. Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können. Etwa Schießpulver und Schrott. Also wenn du so etwas findest, bring es mir. Mhm. Prothesen kann ich wahrscheinlich nicht erstellen, ne? Prothesenmodul verbessern.
Ah, okay, es gibt ein eigenes Modul dafür. Und dafür muss ich Gold haben, okay. Gib ein Prothesenmodul Verbesserungsmittel, Verbesserungsmaterialien und Zen aus, um verbesserte Versionen von Prothesenmodulen herzustellen. Du musst das Grundmodul besitzen und alle Voraussetzungen erfüllen. Du kannst die älteren Versionen nach der Verbesserung weiter benutzen. Da fehlen mir Materialien für. Da fehlen mir Materialien für. Da fehlen mir Materialien für. Okay. So, wie machen wir weiter? Erkunden wir das Gebiet oder versuchen wir den Schmetterling? Jetzt mit der neuen Angriffsstärke. Da wird die ja sehr wahrscheinlich schneller down gehen, ne? Wir versuchen mal den Schmetterling wieder, Leute. Ich habe ja jetzt doppelte Angriffskraft. Dann sollte ja ihre Haltung wesentlich schneller durchbrochen werden. Oh lol, man merkt das voll. Zwei Hits und der Typ hier ist Geschichte. Jetzt habe ich ein Ding verballert. Ja, ihre Haltung geht wesentlich schneller nach oben. Aber viel schneller geht die Haltung nach oben. Ich benutze diese Kügelchen auch jetzt häufiger, weil das bringt echt was. Guck mal, wie einfach das jetzt ging. Beeindruckend, Junge. In diesem Fall verliere dich in meinen Illusionen. Jetzt haben wir Spaß, Junge. Du bist überraschend begabt, Sohn des Uhus.
mich aber scheiße. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Jetzt erst recht. Ihre Haltung ist fast wieder unten. Heilflasche. Also die letzte Phase ist mal noch... Die zweite Phase ist... Okay, scheiße. Und ich habe keine Knallsamen mehr. Oder? Einen habe ich noch, okay. Oh, scheiße. Ich habe diese Kügelchen nicht unbegrenzt. Die werden nicht aufgefüllt, ne? Aha. Das ist ein Item, was man so findet. Da. Bei der Kürbisflasche... Ich dachte, das wäre wie die Kürbisflasche. Aber ist nicht so. Ja, und dann haut sie natürlich gleich den Angriff auf, mit dem ich nicht klarkomme. Ich habe geblockt. Ja, Leute. Ich glaube, den Try mache ich hier noch. Und dann machen wir erst normal weiter. Gucken, ob ich irgendwie stärker werden kann. Weil... Ja, kann sein, dass man das locker schaffen kann. Aber irgendwie komme ich mit dem Boss nicht klar. Ja, komm. Du warst doch ein Welpe. Irgendwie komme ich mit ihr nicht klar. So. Schmetterling ist schon kein einfacher Boss. Ich glaube, für die muss ich einfach geduldiger werden. Aber wir machen jetzt erstmal so weiter. Weil wenn ich zu lange an Boss hänge, merke ich immer, wie ich frustriert werde. Und das ist dann nicht so gut. So, kann ich jetzt das Tor hier aufmachen? Immer noch nicht. Aber wir haben ja den Save-Punkt, also.
sollte das in Ordnung sein. Ich gehe erstmal da hinten lang. Ich will mit dem NPC reden, der da war. Es gibt anscheinend auch nur den NPC hier. Aber warum lebt er noch, wenn alles um ihn herum gestorben ist? Hä? Noch eine Ratte. Aber diese Augen. Ein hungriger Wolf. Verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen! Du hast keinen Namen? Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an... Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Komm, Sekiro. Willst du ein paar Ratten mit mir jagen? Was? Ratten haben sich nach Ashina geschlichen. Wieseln hindurch, als würde hier alles ihnen gehören. Es gibt alle Arten von Ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Ja, ja, ja! Wie entscheidest du dich, Sekiro? Wirst du Ratten mit mir jagen? Ja, natürlich. Gut. Großartig. Die wirst du brauchen, wenn du mit mir kommst, Sekiro. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Ratten. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein, tragen Bambushüte, viele Rattenlungen herum. Zuletzt nahe dem Ashina-Burgturm gesichtet. Ja, da bin ich, ne? Bambushüte, okay. Klein, tragen Bambushüte. Was sind... Ein Rattengesicht und wo es sich versteckt. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay. Hab ich. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay, den sollten wir uns im Kopf behalten. Nadel in der Ashina-Burgtour, da sind wir ja. Kügelchen, sehr schön. Kann ich das öffnen? Jupp. Achso, das ist das Tor, wo ich nicht durchkam. Das ist jetzt quasi ein Shortcut. Nächster NPC, Alter! Ihr habt überlebt. Dann ist dieser verdammte Gyobu wohl endlich tot? Jo. Wisst ihr, das ändert gar nichts. Es wird weitere Kriege geben, weitere Leichen. Tiefsitzender Hass wird um sich greifen. Wo soll der ganze Hass hin? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Nö. Scheinbar nicht. Dann tut ihr mir leid. So wie auch er mir leid tat. Nun denn, hinfort mit euch. Der Krieg wird nie enden. Ganz gleich, was diese alte Hexe sagt. Deine Pflichten werden sich auch nicht ändern. So ist es nun mal. Schade, ich hab gedacht, du gibst mir was Nützliches. Geh und töte sie. Ja, ja. Ich gebe dir etwa... Ich hab's begriffen. Ein bisschen mehr Infos, wo die genau sind, hättest du mir geben können. An die Wand drücken. Gibt es hier wieder so einen Geheimgang, wie in
Piratatempel? Nö. Ah, da ist aber noch was. Geld. Da kann ich irgendwie hoch. Eben als ich hier irgendwo lang gepinkelt bin, hatte ich auch eine Dings. Eine grüne Kugel. Da, okay. Zack. Gibt's hier oben denn irgendwas? Anscheinend nicht, aber man kann hier doch bestimmt nicht umsonst hoch. Da oben kann man drauf, hundertprozentig. Oh, was haben wir denn hier? Fette Kiste. Fette Kisten sind meistens gute Sachen. Eine Gebetsbeere, nice. Eine fehlt noch, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie. Alles klar. Dann hoffe ich, dass euch der Park gefallen hat. Und im nächsten Part machen wir ja, das Umland hier von Ashina weiter unsicher. Hoffen mal, dass wir seine Ratten finden, weil er will mir ja was Nützliches geben. Und ja, bis dann. Ciao.